So, und hier kommt die Beweis- oder die Kraft des mathematischen Beweises. Wir wissen, wir können niemals durch Beispiel angeben oder so oder durch das Sieb des Eratosthenes rauskriegen, dass die Menge der Primzahlen unendlich groß ist, dass es keine größte Primzahl gibt. Mit einem mathematischen Beweis kann man es aber zeigen oder beweisen. Das machen wir jetzt. Das ist der Satz des Euklid. Satz des Euklid. Es gibt unendlich viele Primzahlen. So. Das beweisen wir jetzt, sodass wir sicher sein können, dass es unendlich viele gibt. Hat jemand von Ihnen eine Idee, welche Art des Beweises wir nehmen sollten? Genau. Also wir machen es andersrum. Wie nennt man den Beweis? Ja? Indirekter Beweis. Wir nehmen indirekten Beweis oder Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen einfach mal das Gegenteil von dem an, was wir zeigen wollen. Wir gehen mal davon aus, es gibt endlich viele Primzahlen. Das heißt letztlich, es gibt eine größte. Und dann führen wir das zu einem Widerspruch. Also, Beweis oder indirekter Beweis. Indirekter Beweis. Annahme: Es gibt endlich viele Primzahlen. P1, P2, P3 und so weiter und so weiter bis PK. PK sei mal die größte Primzahl. Okay, ich habe jetzt geordnet hingeschrieben. Wir wissen ja, die natürlichen Zahlen kann man ordnen, haben wir am Anfang festgestellt, also schreibe ich sie mal geordnet hin, P1 bis PK. So. Und jetzt konstruiere ich mir mal eine Zahl. Und zwar die folgende Zahl. Sei n mal das Produkt all dieser Zahlen, P1 mal P2 mal P3 mal P4 mal und so weiter mal PK. Also ich nehme alle Primzahlen, die es gibt, endlich viele, multipliziere die miteinander und addiere 1. Okay. So, jetzt nehmen wir uns mal einen Satz her, den wir schon bewiesen haben, nämlich den Satz vom kleinsten Teiler. Der besagt, ich habe eine Zahl, die größer ist als 1, das ist bei n der Fall. Und jetzt nehme ich mal. Nach dem Satz vom kleinsten Teiler gibt es also eine Primzahl P, die n teilt. Eine Primzahl, die n teilt. Sei P eine Primzahl mit P teilt n. Die gibt es nach dem Satz vom kleinsten Teiler. Der kleinste Teiler von n ist eine Primzahl, die nehme ich mir mal her, P. Jetzt muss ja, da die Primzahlen endlich sind, dieses P eines dieser PIs sein. Ja? Ich habe ja alle Primzahlen miteinander multipliziert, ja?
Ich habe das einfach mal so gemacht. Die Frage war, warum ich da plus 1 dazu geschrieben habe. Ich habe das einfach mal so gemacht. Ich kann Ihre Frage verstehen. Ich gehe gleich am Ende mal drauf ein, wieso. Ja? Okay. Ich konstruiere mir mal eine Zahl. Wenn ich davon ausgebe, es gibt endlich viele Primzahlen, dann kann ich doch mal Folgendes machen. Ich multipliziere mal alle miteinander und addiere hinten eins drauf und sage, das ist n. Und jetzt gehe ich weiter, spinne ich den Gedanken weiter. Es muss also demnach eine Primzahl pi geben von diesen p's, die n teilt, nach dem Satz vom kleinsten Teiler. Ja? Ich bin ehrlich, wenn ich jetzt die 1 dazu tue, zum Beispiel, ich kann jetzt sagen, ich habe jetzt Bock, wo die 37 dazu, ja, können noch ein paar, genau, Primzahlen entstehen. Ja. Genau. Wenn ich jetzt die 37, die können doch die 37 dazu tun, habe ich jetzt nicht gemacht. Okay. Ich habe mal die 1 dazu getan. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich die 1 dazu tue, okay? Gut. Damit weiß ich doch, dass das Pi, dieses Pi, das n teilt, Pi teilt dann damit P1 mal P2 mal und so weiter mal PK plus 1. Das Pi teilt das hier. Pi teilt n und n ist ja das. Und ich weiß, mein Pi teilt außerdem, ja, gut, P1 mal P2 mal und so weiter mal PK. Das teilt das Pi auch. Das ist das Produkt aller Primzahlen. Das heißt, Pi teilt das Produkt dieser Primzahlen und Pi teilt das Produkt dieser Primzahlen plus 1, weil das Pi ja das n teilt als kleinster Teiler. So, und jetzt folgt daraus, Sie erinnern sich, ich schreibe das hier mal hin, wenn A B teilt und A C teilt, dann teilt auch A B minus C. Ja? Wenn A B teilt und A C teilt, teilt A auch B minus C. Das haben Sie mal bewiesen. Das heißt, wenn A das teilt und A das teilt, wenn PI das teilt und PI das teilt, dann teilt auch PI P1 mal P2 mal und so weiter mal PK plus 1 minus P1 mal P2 mal und so weiter mal PK. Und daraus folgt, weil das minus das hier 0 ist, Pi teilt die 1. Kann aber nicht sein, weil die 1 durch keine Primzahl geteilt wird. Widerspruch. Deswegen habe ich die 1 genommen. So. Also die Struktur des Beweises ist folgende. Ich nehme an, es gibt endlich viele Primzahlen, dann multipliziere ich die alle zusammen und da die 1 drauf. Das ist mein n. Jetzt nehme ich mir eine Primzahl. Nach dem Satz vom kleinsten Teiler gibt es eine, die n teilt. Die muss sozusagen n teilen, aber auch nur dieses Produkt. Und wenn sie nur dieses Produkt teilt und das Gesamte hier, dann muss sie auch die 1 teilen. Und damit ist es ein Widerspruch, weil eine Primzahl nicht diese 1 teilen kann. Wie kommt man auf sowas? Vielleicht erst nochmal gerade die Frage, weil Sie gerade sagen, wie komme ich jetzt darauf, das so zu machen? In der Mathematik ist es häufig so, dass wenn Sie einen Beweis finden in einem Buch oder ich Ihnen hier einen Beweis vorstelle, dann ist das das Ergebnis des Beweisprozesses. Kein Mathematiker setzt sich hin an dieser Stelle hier und schreibt das einfach so runter. Ja, ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ach, dann addiere ich da mal plus 1 drauf, mal gucken, was passiert, lalala, super, hat geklappt. Natürlich geht das so nicht, sondern man setzt sich hin und überlegt so, oh Mensch, was könnte ich denn da machen hier? Also ich gehe mal vom Gegenteil aus, das kann man immer noch mal hinkriegen. Das Gegenteil, das kann man sich überlegen, ja. Annahmen, es gibt endlich viele, dann kann man die mal so hinschreiben. So. Und jetzt beginnt ein unter Umständen langer Prozess des Ausprobierens, des Hin- und Her-Überlegens, des, na, ich mache mal eine Hypothese, ich probiere mal was aus, ist eine Sackgasse, okay, funktioniert nicht. Bis man auf den Gedanken kommt, mal ein solches Produkt zu bilden aller Primzahlen und zu schauen, Mensch, wie könnte ich das nutzen, um zum Widerspruch zu kommen? Ja? Und dann addiert man vielleicht erstmal nicht 1 drauf, sondern man,
man addiert erstmal irgendwas drauf oder K oder M oder keine Ahnung. Ja? Und dann stellt man fest, wenn ich M gleich 1 wähle, dann kann ich das hier zu einem Widerspruch führen. Und dann setzt man sich am Ende nochmal hin und schreibt alles schön sauber auf. So dass Sie sich an der Stelle jetzt überlegen, wie kommt man denn hier um alles in der Welt auf das da? Ja? Wieso macht man das so? Das ist das Ergebnis eines langen Überlegensprozesses und man schreibt einfach dann am Ende das Ergebnis hin. Und es ist ja überzeugend, dass wenn man sagt, okay, sei n mal das da, ich habe mir überlegt, ich mache das mal so und ich zeige euch, wenn ich mir eine Zahl suche, die so aussieht, dann kann ich das zu Widerspruch führen. Wie man da hingekommen ist, ist letztlich nicht mehr so relevant. Ja? Insofern kann ich noch mal an der 1, die 3, 5, 7, Rede, für die Begriffe der Primzahlen. Um dazu beweisen, dass EI diese Primzahlen teilen kann. Also es wäre okay. Die 16 zu nehmen. Jetzt der Vorschlag, ich könnte statt der 1 auch hier irgendeine beliebige Primzahl nehmen. Nehmen wir mal die 3. Wenn hier 3 steht, dann steht hier, PI teilt das Produkt plus 3 und PI teilt das Produkt, also teilt PI auch 3. Kann das sein, wenn PI die 3 ist? Wäre kein Widerspruch. Ne? Primzahlen werden ja auch geteilt, nämlich von der 1 und von sich selbst. Der Widerspruch ist tatsächlich nur zu erzeugen, wenn ich die 1 nehme. Weil die 1 nur durch sich selbst geteilt wird, die 1 ist keine Primzahl und deswegen kann keine Primzahl die 1 teilen. Widerspruch. Alle anderen Zahlen würde ich den Widerspruch nicht erzeugen können. Ja. Warum teilt PI das Produkt aller Primzahlen? Ja, ich gehe doch davon aus, es gibt endlich viele Primzahlen. Und ich weiß, irgendeine dieser endlich vielen Primzahlen teilt N. Und wenn ich alle Primzahlen genommen habe und multipliziert habe, dann muss doch diese eine Primzahl auch da drin sein. Ich habe ja alle existierenden Primzahlen genommen. Kann ich ja machen, wenn es endlich viele gibt. Und dann muss mein PI auch in diesem Produkt drin sein. Ja? Wenn man also gesagt, dass die 1 doch eine Primzahl wäre, dann wäre der Beweis gar nicht so möglich. Genau, wenn man davon ausgegangen wäre, 1 ist eine Primzahl, dann wäre der Beweis so nicht möglich. Deswegen ist extrem praktisch, dass 1 keine Primzahl ist. Ja. Okay.